Herzlich willkommen zu meinem Yoga-Detox-Programm. Mit Yoga kann man ganz besonders gut entgiften und dazu eignen sich vor allem die Drehhaltungen und die Vorbeugen, weil in diese beiden Haltungskategorien die Bauchorgane stimuliert werden. Man kann sich das so vorstellen, dass beim Drehen und beim Vorbeugen wirklich die ganzen Organe so stimuliert werden, dass wir die ganzen Gifte rauspressen. Oder das Bild von einem nassen Schwamm, das wir ausringen und wirklich hier alles rausfließt, rauskommt und entgiftet wird. Und das wollen wir jetzt machen und beginnen in der Rückenlage. Zieh deine Oberschenkel an deinen Brustkorb heran, die Arme zur Seite ausbreiten, atme ein und ausatmen, leg deine Knie einmal nach rechts ab und einatmen zur Mitte, ausatmen und nach links, einatmen, halten, ausatmen, zieh die Oberschenkel fest an deinen Brustkorb heran. Bleibe in dieser Position und versuche nun wirklich ganz bewusst in deinen Bauch zu atmen. Je mehr du dein Zwerchfell aktivierst, desto mehr werden deine Bauchorgane stimuliert. Spüre mit jedem Einatmen, deine Bauchdecke sich gegen deine Oberschenkel bewegt und dann wieder ausatmen. Einatmen und ausatmen. Setz deine Füße am Boden auf, leg noch einmal die Knie nach rechts ab, die Arme bleiben seitlich neben dir. Und dann atme hier weiterhin in den Bauch ein und aus. Versuche nun wirklich hier ganz bewusst dein Zwerchfell zu aktivieren. Noch zwei Atemzüge. Dann bring die Oberschenkel nacheinander an deinen Brustkorb heran und wechsel die Seite. Die Knie nach links, deine Arme seitlich neben dir, lass die Schultern entspannt und atme weiterhin in deinen Bauch ein und aus. Einatmen geht dein Bauch raus, beim Ausatmen ziehst du den Bauch nach innen. Noch zwei Atemzüge. Dann langsam lösen, komm über die Seite nach oben zum Sitzen. Streck dein rechtes Bein aus. Winkel dein linkes Bein an. Schieb deine rechte Ferse weit weg von dir. Richte deine Wirbelsäule ganz bewusst auf. Bring den rechten Arm um dein linkes Bein. Atme ein. Streck den linken Arm lang nach oben aus. Ausatmen. Senk den Arm hinter deinem Rücken ab. Atme ein. Wachse in die Länge. Ausatmen. Dreh dich Wirbel für Wirbel nach links auf. Je mehr du in den Bauch atmest, desto mehr werden deine Organe stimuliert. Atme ein, komm etwas zurück und dann wieder ausatmen, verstärkt in die Drehung gehen. Wir bleiben hier und atme durch deine Nase ein und aus. Wenn du die Drehung etwas intensivieren möchtest, dann kannst du als Variation den linken Fuß rüber nach rechts bringen. Und somit hast du den Oberschenkel noch ein bisschen näher an deinem Brustkorb heran. Probiere einfach aus, was für dich am besten ist. Zieh die linke Schulter nach hinten und nach unten. Bleibe lang in deiner Wirbelsäule. Atme ein und ausatmen. Einatmen. Deine Bauchdecke bewegt sich gegen deinen Oberschenkel und ausatmen. Und noch einmal ein und aus. Langsam lösen.
Wir wechseln die Seite. Winkel dein rechtes Bein an, streck das linke Bein aus, bring den linken Arm um dein rechtes Bein und zieh die linke Schulter zurück. Atme ein, heb den rechten Arm lang über die Seite nach oben an und ausatmen, kreise deinen Arm nach hinten und setz deine Fingerspitzen auf. Atme ein, wachse nach oben in die Länge, ausatmen, dreh dich Wirbel für Wirbel auf. Einatmen, komm wieder zurück und ausatmen, aufdrehen. Einatmen, ausatmen und bleiben. Entweder hier oder wieder die Variation, den Fuß rüberbringen und ranziehen. Zieh dich lang nach oben. Zieh den Oberschenkel an deinen Brustkorb heran und atme wieder ganz bewusst in deinen Bauch ein und aus. Zieh die rechte Schulter nach hinten, setz entweder deine Fingerspitzen auf oder die Hand. Einatmen, ausatmen. Je mehr wir das Zwerchfell hier mit jeder Übung aktivieren, desto mehr werden die Organe entgiftet. Noch zwei Atemzüge. Und dann ausatmen, lösen, komm wieder zur Mitte. Streck beide Beine aus, atme ein, heb die Arme lang über vorne nach oben an, bis die Fingerspitzen zur Decke zeigen. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht ganz aufrecht sitzen kannst, dann winkel die Beine ruhig etwas an, damit du wirklich ganz lang sitzen kannst. Atme ein, strecken, ausatmen, dreh dich langsam Wirbel für Wirbel nach rechts auf und senk die Arme auf Schulterhöhe ab. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, nach vorne, winkel deine Beine an, greif deine Füße und zieh die Oberschenkel fest an deinen Brustkorb heran. Bleibe hier, atme in deinen Bauch ein und aus. Dein Kopf bleibt in Verlängerung vom Rücken. Wieder lösen, einatmen und ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Noch einmal nach links ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Beine anwinkeln. Die Füße greifen. Wirbelsäule aufrichten. Rücken lang lassen. Kopf in Verlängerung. Und atme wieder hier ganz bewusst in deinen Bauch. Spüre, wie deine Bauchdecke sich gegen deine Oberschenkel bewegt. Beim Einatmen und Ausatmen nach innen. Noch zwei Atemzüge. Wieder lösen, Beine strecken, einatmen, nach rechts ausatmen und einatmen und ausatmen und ein, aus, wieder zur Mitte. Deine Nase ein- und ausatmen und wir bleiben hier noch zwei Atemzüge. Wieder lösen, einatmen, lang ziehen, Rücken gerade halten und ausatmen. Und wieder einatmen und ausatmen. Und ein, ausatmen, senk deine Arme ab. Winkel deine Beine an, roll deine Zehen ein und komm in den Vierfüßler. Bleibe hier, atme ein, ausatmen, roll in einen Katzenbuckel ein. Einatmen und lang ziehen. Ausatmen und einatmen. Stell deine Zehen auf, bring deine Hände in deine Richtung, weiter in die Hocke
und komm langsam nach oben zum Stehen. Dann komm nach vorne auf deine Matte und wir machen im Stehen weiter. Atme ein, heb die Arme über die Seite nach vorne an. Ausatmen, beug deine Beine und komm tief nach unten. Setz deine Fingerspitzen auf und lass ruhig die Beine angewinkelt, damit du immer hier in Kontakt bist mit Bauch und mit Oberschenkel. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, bleib tief, sodass wirklich deine Bauchdecke auf deinen Oberschenkeln ruht. Einatmen, zieh dich lang nach vorne. Ausatmen, tief. Einatmen, lang ziehen und ausatmen, tief. Die Füße, die Knie bleiben ganz eng zusammen, lange Rücken, einatmen, bleib tief, halte den Kontakt, einatmen und ausatmen, immer in den Bauch atmen und ein und aus. Nochmal ein und aus. Wir bleiben hier, leg deine Handflächen aneinander und wir gehen in eine Drehung. Ausatmen, dreh dich nach rechts auf, bring den linken Oberarm außen an deinen rechten Oberschenkel. Die Handflächen aneinander pressen, zieh die Schulterblätter hinten näher zueinander und versuche wirklich die Knie eng zusammenzulassen. 4 Atemzüge und hier wieder ganz bewusst in den Bauch atmen. Komm wieder zur Mitte. Ausatmen. Versuche noch durchzuhalten. Einatmen. Und aus. Nochmal ein. Ausatmen. Die Handflächen zusammen. Atme ein. Ausatmen. Und nach links. Bring den rechten Oberarm außen an deinen linken Oberschenkel. Und wir bleiben hier. Atme in deinen Bauch ein. Und aus. Und dann wieder zur Mitte. Die Hände aufsetzen. Das rechte Bein nach hinten. Bring die rechte Hand näher zum linken Fuß. Stütz dich mit der linken Hand am Oberschenkel ab. Und dann dreh dich etwas nach links auf und bleibe hier, sodass deine linke Bauchhälfte auf deinem linken Oberschenkel ruht, Knie über deine Ferse, hinters Bein gestreckt und atme hier ein und aus. Wenn dir das zu tief ist, dann komm ein Stückchen höher und stütz dich auf deinem Oberschenkel ab. Wichtig ist immer der Kontakt zwischen Bauch und Oberschenkel. Noch 2 Atemzüge. Und langsam lösen. Hinteres Bein nach vorne bringen und wir wechseln die Seite. Linkes Bein nach hinten, bleibe tief. Bring die linke Hand zum rechten Fuß und dreh dich langsam mit deinem Ausatmen nach rechts auf. Auch hier wieder in den Bauch atmen. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Und atme hier ein und aus. Noch 4 Atemzüge. Und dann wieder lösen. Bring die Hände nach unten. Setz deine Hände flach am Boden auf, leg dein linkes Knie ab und bring dein rechtes Knie dazu. Bleibe hier wieder im Vierfüßler. Ausatmen, roll in einen Katzenbuckel ein. Einatmen, lösen. Noch einmal ausatmen und einatmen. Dann setz dich entweder zurück in Richtung Fersen oder in den Schneidersitz
Und leg deine Hände auf deine Bauchdecke drauf. Und dann schließ deine Augen für einen Moment. Und atme weiterhin ganz bewusst in deinen Bauch ein und aus. Spüre, wie deine Bauchdecke sich gegen deine Handflächen bewegt beim Einatmen. Beim Ausatmen zieht sich deine Bauchdecke nach innen zurück. Versuche, deine Bauchdecke mit ein wenig Kraft nach innen zu ziehen. Einatmen, schieb deine Bauchdecke nach vorne. Ausatmen, zieh den Bauch fester nach innen. Noch zwei Atemzüge. Letztes Mal. Entspann deine Arme und öffne langsam deine Augen. So, das war mein Detox-Yoga-Programm. Mit diesen Übungen kannst du den Körper wirklich ganz toll entgiften und ich hoffe, ich konnte dir damit was Gutes tun. Noch ein kleiner Tipp von mir: Nach diesem Programm ganz viel trinken, am besten stilles Wasser oder Kräutertees, natürlich ungezuckert, und somit wirst du noch alle restlichen Giftstoffe los. Sie werden richtig schön zum Schluss mit der Flüssigkeit rausgespült. Wenn dir dieses Programm gefallen hat, dann abonnier doch einfach hier oben unseren Channel, das Ganze kostenlos, und du verpasst in Zukunft keine Videos mehr.